Servus Fotofreunde, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du den manuellen Modus benutzen kannst, dass du davor gar keine Angst haben brauchst und wie du die richtige Belichtung sofort findest. Viel Spaß dabei! Viele Anfänger benutzen den Automatikmodus bei der Kamera und grundsätzlich ist daran auch gar nichts Falsches. Aber wenn du den manuellen Modus beherrschst, dann hast du doch deutlich mehr Möglichkeiten als die Leute, die nur den Automatikmodus benutzen. Und damit du weißt, auf was du achten musst, mache ich jetzt für dich dieses Video. Der manuelle Modus bietet dir außerdem die Möglichkeit, dass du selbst auf deine Belichtung Einfluss nehmen kannst und mehr optischen Gestaltungsspielraum für deine Bilder hast. Jetzt schauen wir uns aber zunächst mal an, was du für den manuellen Modus alles brauchst. Dafür musst du dir diese vier Werte auf deiner Kamera anschauen. Ganz links hast du die Belichtungszeit, die du mit einem Rädchen verstellen kannst. Und dann diese Zahl mit dem F, das ist der Blendenwert. Daneben hast du deine Helligkeitsanzeige, also bei Minus ist dein Bild tendenziell unterbelichtet, also zu dunkel. Und wenn du dort Plus hast, dann ist das Bild eher zu hell und dann springt das hier in ein Plus über und du siehst, das gibt dann immer solche Drittelschritte, in denen das hoch und runter springt. Ganz rechts bei ISO ist deine ISO-Zahl und auf die werde ich dann auch nochmal genauer eingehen. Tagsüber, wenn es relativ hell ist, solltest du anfangen, die ISO auf 100 zu stellen. Warum? ISO 100 bedeutet, dass du eine relativ hohe Bildqualität hast und sozusagen kein Rauschen, keine Körnung in dein Bild bekommst. Also jetzt haben wir hier unten den ISO-Wert und diesen kannst du durch Drehen des Rädchens auf der Sony-Kamera bzw. rechts draufdrücken auf den Knopf, wo auch ISO dran steht. Dann zwischen, je nachdem welche Kamera du hast, ISO 50 und ja, sehr hohe Werte über ISO 8000 einstellen. Diese hohen Werte wirst du aber vermutlich nie benutzen. Also beginnen wir erstmal mit einer ISO-Einstellung von 100. Alle Werte, also ein 40stel, Blende und die ISO-Zahl haben einen Einfluss auf die Helligkeit deines Bildes. Beim ISO-Wert ist es so, umso höher die Zahl ist, umso heller wird das Bild und umso niedriger die Zahl ist, umso dunkler wird das Bild. Bei der Verschlusszeit ist es genauso, umso höher die Zahl wird, also zum Beispiel eine Sekunde, umso heller wird das Bild und umso kleiner die Zahl, umso dunkler wird das Bild. Bei der Blendenzahl ist es umgekehrt. Bei der Blendenzahl ist es, umso kleiner die Zahl ist, umso heller wird das Bild und umso größer die Zahl ist, umso dunkler wird das Bild. Aber wie musst du denn jetzt Blende und die Verschlusszeit verstellen? Also wann brauchst du was? Bei der Verschlusszeit ist es so, dass du eine kurze Verschlusszeit benötigst, wenn du zum Beispiel schnelle Personen oder Tiere hast, die schnelle Bewegungen einzufrieren. Also wenn du eine schnelle Bewegung einfrieren möchtest, brauchst du kurze Verschlusszeiten. In dem Fall ist es so, wenn man zum Beispiel einen Hund fotografieren möchte, der rennt, da habe ich ein extra Video auch dazu gemacht, dann brauchst du circa 1600stel, damit du diese Bewegung gut einfrieren kannst. Wenn du aber so wie hier jetzt eine Landschaftsaufnahme machen möchtest, dann möchtest du die höchstmögliche Bildqualität. Und da solltest du mit der ISO runtergehen, wieder auf 100 und dann die Belichtungszeit so weit hochdrehen, dass dein Bild die richtige Helligkeit bekommt. Für die Landschaftsaufnahme ist es so, dass der Blendenwert circa um 9 bis 11 rum sein sollte. Denn umso höher deine Blendenzahl ist, die stellen wir jetzt mal ein bisschen höher, umso mehr hast du in diesem Bild scharf. Bei der Landschaftsaufnahme möchtest du von ganz vorne, also hier von ganz vorne bis hinten, alles scharf haben. Und deswegen musst du hier bei der Blendenzahl eher einen höheren Wert wählen. Wenn du nur einen ganz kleinen Bereich scharf haben möchtest und alles andere dahinter unscharf, wie man das zum Beispiel in der Porträtfotografie braucht, dann brauchst du eher eine kleine Blendenzahl. Hallo!
Also in unserem Fall für heute, für die Landschaftsfotografie, stellen wir jetzt manuell die Belichtung mal ein, was wir jetzt in dieser Situation genau brauchen. Blende haben wir gesagt auf ungefähr 11, ISO ist auf 100. Das heißt, jetzt haben wir noch die Belichtungszeit, mit der wir unsere Helligkeit einstellen können. Die Helligkeit stelle ich jetzt so ein, dass, wenn man jetzt eine normale Helligkeit möchte, hier plus minus 0 ist. Das heißt, jetzt ist mein komplettes Bild optimal beleuchtet. Und wir machen einfach mal ein Bild, um zu gucken. Von der Schärfe ist es so, dass man tendenziell im vorderen Bereich scharf stellt, um alles wirklich auch scharf zu bekommen. Aber dazu mache ich dann später nochmal ein separates Video, wie man am besten die Schärfe in der Landschaftsfotografie oder auch in der Porträtfotografie wählt. Das ist jetzt hier nur am Rande. Kanal abonnieren, dann verpasst du es nicht. Und stelle jetzt meine Belichtungszeit dementsprechend ein. Wenn der Himmel relativ hell ist, also heute haben wir sehr viele Wolken im Himmel, wenn der Himmel wolkenfrei ist, ist der Himmel deutlich heller als der Boden. Dann macht es oft Sinn, so ein bisschen unterzubelichten, dass man noch Zeichnung im Himmel hat. Das heißt, ich würde jetzt hier eine kürzere Verschlusszeit wählen und dadurch seht ihr schon, der Himmel wird noch mal kommt deutlich besser raus. Und tiefe Stellen kann man in einem Bild auch wieder besser aufhellen, als helle Stellen dunkler machen. Habe ich jetzt zum Beispiel ein Motiv wie einen Hund, dann möchte ich von der Blendenzahl eher einen kleinen Wert, damit der Hintergrund unscharf wird und muss meine Belichtungszeit dementsprechend anpassen, dass mir der Hund nicht unscharf wird. Das heißt, in diesem Fall, wenn der Hund jetzt nur liegt, dann würde ich sagen, ja, reicht eine 320stel. Jetzt sieht man, dass die Belichtung zu gering ist. Und am Abend muss ich mit der ISO anfangen hochzugehen. Das heißt, die ISO ist immer das Letzte, was ich bei meinem Bild nach oben drehe. Denn ansonsten wird das Bild einfach von der Bildqualität schlechter. Und das nehme ich nur in Kauf, wenn es sozusagen keine andere Möglichkeit gibt. Dann kann ich jetzt hier mal den Hund fokussieren. Und dann sieht man schon, sobald ich den Hund fokussiere und relativ nah dran bin, weil die... Komm her! Komm her! Ja, fein! Und sitzen! Fein! Sitzen! Sitzen! Fein! Bleib! Und ihn jetzt fokussiere, sieht man schon, dass der Hintergrund... Party. Fein! Wenn ich ihn jetzt fokussiere, sieht man schon, dass der Hintergrund unscharf wird. Hätte ich jetzt hier eine hohe Blendenzahl, also gehen wir nochmal zurück auf 13, um es euch zu veranschaulichen, muss ich mit der ISO hochgehen. Und jetzt ist der Hintergrund nicht mehr so unscharf, wie er gerade noch war. Und das ist ja oft das Ziel, dass man einen sehr unscharfen Hintergrund bekommt und auch eine hohe Bildqualität. Und kann jetzt so den Hintergrund schön unscharf bekommen. Ja, die Verschlusszeit nehme ich noch mal ein bisschen nach oben. Das heißt, wenn er sich bewegt, ist er trotzdem scharf. Und kann dann hier schöne Bilder machen. Fein, lauf. Fein. Somit haben wir jetzt gelernt, dass die Blendenzahl ein Stilmittel bedeutet. Kleine Blendenzahl bedeutet unscharfer Hintergrund. Und teure Objektive zum Beispiel, die können eine Blendenzahl von 1,4 und sind damit auch oft teurer, aber dafür hat man ein wunderschönes Bokeh. Bokeh bedeutet der Hintergrund, wie schön der Hintergrund unscharf ist. Das nennt man in der Fotografiesprache Bokeh. Und solche Objektive haben ein sehr schönes Bokeh und machen einen sehr schönen, weichen Hintergrund. Ich hoffe, dir hat mein kleines Video über den manuellen Modus gefallen. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie mir gerne in die Kommentare oder besuch mich auf einen meiner Workshops. Da gehe ich auf das alles nochmal genau ein, sowie Bildkomposition. Genau Infos findest du dazu auf meiner landschaftsfotografin.de Seite. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Video. Deine Janina.